Also kommst du in meine Familie? Amorin! Hi! Woohoo. Setzen Sie sich. Hallo! Können wir doch schon mit aufmachen? Streamst du noch? Ja, ich, natürlich. Das Stream ist immer an. Das Chat noch mit aufmachen? Nö. Nö, okay. Also meine Familie ist, glaube ich, so das größte Klischee. I mean, es geht. Mein... Er hat zwei Portionen bestellt. Ich hatte nur eine Pizza. Naja, das essen wir schon alles irgendwie. Okay, Leute, Freddy hat nochmal so eine Portion Tortellini unten. Könnt ihr Bescheid geben, ne? Ich habe wohl zweimal für ihn bestellt. Ja. Ich dachte, ich hatte ihn vergessen. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass ihr Alzheimer habt? Nee. Kriegt? Dadurch, also ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich habe manchmal so Phasen, ich streame viel und dann, wenn ich was anderes mache, so aufräumen, einkaufen, dann höre ich währenddessen ein Hörbuch oder was auch immer und du wirst permanent Bescheid zu dich selbst mit irgendwas, du hast nicht mal eine Minute Ruhe und dann bin ich viel vergesslicher. Also Alzheimer ist mir ein bisschen zu krass formuliert, aber so eine gewisse Vergesslichkeit, wenn du dich quasi nie einen Moment der Langeweile oder der Ruhe hast, das ist schon sehr frustrierend und kann vorkommen, bei mir zumindest, ja. Habe ich auch. Ich vergesse die ganze Zeit so viele Dinge. Also, ja, das mit dem Essen nicht. Ich habe wohl für ihn am Anfang direkt was mitbestellt, so die Nudeln. Und dann habe ich bestellt und dann habe ich gedacht, warte mal, ich hab ihn vergessen. Dann habe ich einfach nochmal Nudeln bestellt. Actually, ja, bin cool. Ich schon auch ab und zu vergesslich. Nun können wir überlegen, meine Freundin hat sich da mal beschwert. Das sollte ich für sie irgendwie, sollte ich vom Einkaufen, ich bin nur einkaufen gefahren, weil sie irgendwie Obst haben wollte und halt ein paar andere Sachen auch noch und ich habe einfach ihr Obst vergessen. Also der eigentliche Grund, warum ich zum Einkaufen gegangen bin, habe ich dann vergessen. Und sowas passiert mir tatsächlich ab und zu. Also ich mobbe jetzt nicht meine Freundin, das ist nur ein Alzheimer, Beispiel. Das ist normal, ne? Okay, echt? Ja, okay, gut. Das dann muss ich, mir auch passieren. Okay, dann muss ich ganz schlechtes Gewissen haben. Gut. Okay, könnt ihr das meiner Freundin auch sagen? Wenn deine Freundin vergisst, kann ich es auch nicht so unnormal. Nee, das, auch normal. Das, Moment. Kani, Game 3. Nee, wir reden jetzt nicht über die Game. Eine Sache noch. Ja. Ich wollte einfach noch sagen, du hättest die Akali ulten sollen. Beim Soul Dragon, als ja. Ich sie facechecke. Ja. Ich habe einfach komplett gepanickt. Ich hätte alles anders, egal wie anders, es wäre immer besser gewesen als das, was ich gemacht habe. Wenn du sie CC'st, können wir nach unten kiten. Nach wohin? Nach unten. Unten. In sie rein. Und werden nicht so collapsed. Das war noch ein Punkt. Ich bin einfach gepanickt, weil ich facechecke, sie cute mich einfach einmal und ich verliere 30% ab. Nee, deswegen, sie hat geedet. Eben deswegen kann sie ja auch CC. Sie hat geedet und dann hat sie zurückgeedet und dann kann sie ja nicht mehr. Sie wird ja 100%ig CC dann oder halt Stopwatchen, aber. Ja. Ja. Okay, ja, zurück zum Real Life. Wir haben so mit den Werdingern geredet. Mit Freddy, Kahn und mir. Wie bist du zu League gekommen? Was war da deine Spielhistory? Womit hast du angefangen? Also, ich habe Fly for Fun gespielt. In meiner ganzen Jugend. Ich kenne Fly for Fun. Noch nie gehört. Ja. Auf jeden Fall habe ich es richtig reingesuchtet. Was ist das? Ist das ein Browser-Game? MMO? Das ist ein MMORPG. Sowas wie WoW dann. Aber for free. Genau. Genau. Haben wir auch gespielt. Was habt ihr denn gespielt? Story. RuneScape. Ja, das ist genau. Das war so ein Haben wir auch gespielt, ja. Pay to win, ne? Ja, aber okay. Aus der Hölle. Genau. Also ja, auf jeden Fall habe ich sehr lange gespielt und dann irgendwann hat mein Bruder oder ein Freund von meinem Bruder hat gesagt, ja, hier gibt es dieses coole Game, probier's mal aus. Dann habe ich es ausprobiert, ich fand das übel scheiße, ich habe weiter in Fly for Fun gespielt und dann irgendwann habe ich einfach ein bisschen mehr gespielt und dann angefangen Spaß zu machen. Mit meinem Bruder habe ich sehr viel gespielt und dann habe ich das irgendwie nur noch gespielt und bin ja erst Season direkt 3 Elo gewesen. Weirder Flex. Ich war in der ersten Season Bronze. Was mit Game Boy oder so? Oder PlayStation 1, 2? Wie ich ganz angefangen habe. Ja. Ganz mit dem Game angefangen. Nee, mit irgendwas? Keine Ahnung, ja, ich mein, Game Boy auch schon, ja. Die erste Konsole habe ich bekommen, weil mein Dad das cool fand, dass man mit der Kamera. Das war, ich weiß nicht, wie nennt man das? Da gab es dieses eine Game auf der PlayStation 2. Diese Just Dance Sachen oder nicht, was? Das war nicht Just Dance, das war davor.
Das war das erste Mal, dass er mit der Kamera. Meinst. Ich weiß, wie ich genau weiß, das genau, waren was diese. Meinst. Das war echt ein bisschen weird. Ich glaube, Nachtsicht Games. iToy, stimmt das? iToy? Hießen die iToy? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, die Kamera hieß iToy, genau. Und da gab es so ein, zwei Games genau dafür. Mhm, richtig. Und der hat uns da so schmackhaft gemacht. Ja, das ist bestimmt voll cool, spielt das mal. Vielleicht wollte er damit angeben oder so, dass seine Kinder so coole Sachen spielen. Keine Ahnung. Aber ja, damit kamen wir ins Gaming rein, glaube ich. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit... Hä? iToy Play. iToy Play, ja. Vielleicht ist iToy Play, ja. Und dann, habe ich irgendwie... Final Fantasy, übelst lange gespielt. 12 war das, Final Fantasy 12. Und dann habe ich mit Fly von angefangen, ja. Bei uns beiden war es extrem so, dass unsere Eltern uns sehr limitiert haben, so mit Fernsehtime, Screentime, Gameboy, Stunde am Tag, halbe Stunde am Tag. War es bei dir auch so, du durftest einfach so keinen einfach reingrinden, wenn ihr Bock hattet? Wir haben reingegrindet, so viel wir Bock haben, aber sobald wir am PC waren, während unsere Eltern das gesehen haben, war es nicht gut. Ja, aber okay. es ging auch Tage vorbei, da war ich 8 Stunden an der PlayStation, ohne dass es gemerkt wurde. Okay, not bad. Ja, meine Eltern waren da super krass. Ja, meine auch. Ich denke mir gerade, ja, die eine Pizza, das war schon echt viel. Einfach immer per se 2 Portionen. Ja, vor allem, das ist einfach so geil. Der inhaliert die auch genau nacheinander. Nicht, dass er jetzt die eine Portion Nudeln in 2 Stunden essen würde. Der holt jetzt sein zweites Förmchen und löffelt das dann weg. Ach, scheiße. Crazy. Ich habe bei Fly for Fun, ich glaube, 20 Euro oder 30 Euro oder so ausgegeben. Sonst nichts. Ja, mehr Geld hatte man damals ja auch gar nicht, oder? Also vor allem, was ich auch immer, man hatte vielleicht schon mehr Geld, aber es war auch immer rough. Weil es gab ja damals kein PayPal, du hattest ja kein PayPal. Ich hätte Ärger bekommen von meinen Eltern. Genau. Und ich habe dann, bei mir war das so, ich habe ja auf dem Dorf gewohnt. Ja, ich habe mich hungert, in so einem kleinen Kuhkauf. Und da gab es eine Tankstelle. Und da habe ich eine Paysafe-Card von dem bekommen, als ich 13, 14 war. So. Dem war das egal, also der hat einfach keinen Fick gegeben. Aber ich glaube, Paysafe-Cards sind ja ab 18 oder so oder 16. Und damals, da habe ich mir dann in Battlefield Heroes Skins gekauft dafür. Oder die Waffen für permanent. Ging das, gab es das damals schon? Genau. Aber da, ich habe mir da immer eine Paysafe-Card gesnitcht. Oh. Nein, ich rede nicht auf Bayerisch, auch nicht der Versuch. Ich stream seit so vielen Jahren und es gibt vielleicht einen Clip, wo ich mit meinen Eltern rede oder so, oder wenn ein Real-Life-Freund in den Chat kommt, aber nicht so gestellt. Ich habe auch noch gleich noch eine dritte übrig, ne, falls Freddy die nicht möchte. Das ist einfach so geil. Vorsicht. Kani hat sich damit Alkohol gekauft. In welcher Welt kann man sich mit einer Paysafe-Card Alkohol kaufen? Und warum würdest du dir mit 14 Alkohol kaufen wollen, wenn du dir fucking Skins für Battlefield Heroes kaufen kannst? Hä? Brauchen wir neue Fragen? Auf Amazon, als ich 14 war, bin ich mir ziemlich sicher, war Amazon noch nicht so fett. Nee, aber bei mir ist es echt krass. Ich habe seit Jahren so gemacht, seit Gaming-House-Zeiten eigentlich, seit ESG, dass ich nur 2 Mal pro Tag esse. Und dann habe ich eine sehr große Mahlzeit. Und das Krasse ist, mein Gehirn geht extrem darauf, dass ich quasi viel essen muss. You know? Und wenn ich nicht die gespielt habe, für den gesamten Tag habe ich keinen Hunger. Wenn ich 6 Stunden League spiele, kann ich insane viel essen. Wenn ich nicht spiele, dann habe ich überhaupt keinen Hunger. Und dann mache ich mir immer viel zu viel essen, obwohl ich gar nicht so viel schaffen kann. Aber wenn ich League spiele für 6 Stunden oder mehr, dann habe ich extrem Hunger. Ich glaube, es liegt auch daran, dass du währenddessen sehr viel redest und dich artikulierst und auch Bewegung machst wahrscheinlich. Nee, du brauchst einfach extrem viel Energie währenddessen. Ich glaube auch mal so wie mit Carlsen, also Magnus Carlsen, mit während der Schach spielt, das haben wie 9.000 oder so an was auch immer. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe keine Ahnung von... Ja, ja. 9000 ja, Kalorien. Für so 4 Stunden Schach oder so? Ja, liest du alles, ja, irgendein random Artikel. Und dass du halt richtig viel Holy ziehst. Shit. Und wenn du dann währenddessen permanent redest, ich rede recht viel und schnell. Ja, dann ist halt, I don't know, ich habe einfach Hunger. Also ich muss dann auch wirklich viel essen und ich habe jetzt nicht Masseaufbauphase. Ich gebe auch sowas keinen Fuck, ich mache ein bisschen Sport, um gesunder zu sitzen hauptsächlich. Aber ich habe einfach Hunger, wenn ich viel streame.
krass. Das habe ich bei mir nie so wahrgenommen, dass ich hungrig werde wegen. Ja, nee, habe ich nie so wahrgenommen. Aber nee, vielleicht streame ich auch einfach auf Low Energy im Vergleich. Außer wenn ich für Rank 1 pushe, dann. Wo bist du denn? Was bist du für ein Rang momentan eigentlich? Weil du bist jetzt schon wieder ordentlich reingekommen. Nordic East bin ich Rang 5. Du bist da noch nicht Rank 1. Du bist doch da schon ewig. Also jetzt natürlich. Ich dachte, ja, du hättest es schon. Aber ich habe da auch einfach Champions geübt. Ja, ja, gut. Deswegen, ja. Ich hätte auch natürlich Kha'Zix spammen können, wäre dann von 2 Wochen Rank 1, aber. Also natürlich auch. Was machen die Q-Times da drüben, wenn du. Sind schon lange, ja, 20 Minuten. Oh! Ich hätte auch stattdessen Kadi, bestimmt auf EU West wieder Top 20 haben können. Du bist so gut in Solo, wenn ich nur Kha'Zix spamme, aber ne, ich bin bei den anderen. Du hast recht, ja. Du bist einfach gut. Du könntest safe. Mhm, danke. Ist doch nachvollziehbar, ja? Ja, das ist doch mein. Ja, du würdest safe Top 20 schaffen, wenn du es einfach spammen würdest, safe. Also ja. Mindestens. Ja. Du bist aber gut in Solo. Ja. War ich auch die letzten 4 Jahre. Ja, genau. Top 5. Ja, mindestens. Mhm. Tolkien, warum sind wir und nicht immer Top wieder 5? Rang 1. Ich war letztes Mal Top 10 in Season 7. Ja, ja, aber ich glaube, bei mir war es Season 6 ungefähr, ja. Ich war letztes Mal Top 10 und Season 7, also vor 5 Jahren. Oh. Ja. Argolin, er war gerade nett, jetzt sei du auch nett zu ihm. Also ich habe damals wirklich Solo-Queue gespielt, so als Sprungbrett für Competitive. Sobald ich Competitive discovered war, habe ich Solo-Queue ziemlich gedroppt und ich bin ehrlich mit euch, ich habe ja vor Korea, habe ich mir quasi selbst als Motivation gesetzt, ich will Challenger nochmal einfach als Motivation für Korea machen. Und auf EU. Auf EU West. Und habe ich so, ich dachte, ich brauche eine Woche, wenn ich mir Giga Try hatte. Und ich habe actually so länger gebraucht als erwartet. Aber ich habe dann Challenger vor Korea gemacht. Und ich glaube, jetzt, wenn ich spielen würde, ich würde es schaffen. Ich tilte so hart, wenn ich Top-Lane zocke, dass ich es mental nicht schaffen würde. Deswegen größten Respekt an dich, dass du da auf Fokus bleibst und einfach durchziehst. Weil auch im Jungle, ich glaube, Top-Lane kann mehr tilten sein in Solo-Queue, aber auch im Jungle gibt es so viele Fälle. Jungle kann so tilten sein in Solo-Queue. Deswegen ist großen Respekt an dich, dass du da so viel auch Energie reinsteckst. Also ich bin mir sehr sicher, ich kann das nicht mehr. Ich musste gerade an dieses TikTok von dir denken, wo die NNO-Sidelines am Sterben sind und dann du so am Clearen. Das ist gut. Ich finde, es gibt actually ein Elo-Heaven. Elo-Heaven? Es gibt ein Elo-Heaven. Und wo ist der? Ich will dahin. Das hast du nicht immer, aber das hast du, also wenn du richtig hoch bist, so ab 1300 LP, und dann zu Zeiten spielst, wenn die Pro-Player nicht scrimmen, dann hast du immer Games full LEC oder full IRL at least und alle tryharden und das ist actually so geil. Das ist wie scrimmen mit den besten Spielern der Welt. Also, ah, Mist. Das ist sehr, sehr geil. 1300 MP. Aber das passiert selbst, also ich meine, ich hatte selbst diese Games nur selten, als ich Rang 1 war, weil ich halt nicht immer zu den Anti-Scrim-Zeiten gespielt habe. Aber ja, das ist actually Elo Heaven meiner Meinung nach. Und ich weiß auch, dass es besser werden kann, deswegen denke ich mir immer, naja, scheiße, ich muss höher climben, damit die Games besser werden. So verstecke ich meinen Tilt. Oder unterdrück den Tilt. Weiß gar nicht. Also ich finde Low Mass ist ja depressing und es depresst mich auch, dass ich dann, also ich bin jetzt nicht direkt Low Mass, ich finde Mass einfach depressing und ich finde es schlimm, dass ich nicht rauskomme, obwohl da so viel Scheiße passiert. Ich hatte jetzt zum Beispiel, vor 2 Tagen hatte ich ein Game, da hatte ich Kobe. Als ADC, da hatte ich ein Game, das war, mein Team hatte, glaube ich, 900 LP im Average. Mhm. Und ich weiß nicht, warum ich da drin war. Und es war einfach so viel entspannter zu spielen. Ich meine, obviously ist das Luck und obviously gibt es in High Elo genauso viele Idioten, wahrscheinlich teilweise sogar mehr. Aber es ist einfach ultra entspannt. So, wenn die Leute nicht so obvious Riesenfehler machen. Mein Kobe, der hat Sivir gespielt, ich habe Lulu für ihn gepickt und er hat einfach, glaube ich, in 30 Minuten lang keinen Major Misstep gemacht. So, ich spiele Enchanter, es ist so rough, weil die Games solche Clown-Fiers das sind. Hört sich nach Kobe an, ja, der macht nichts. Ja, aber es war halt einfach geil, weil er einfach das Game gecarried dann. Wie Reckless in schlechter. Ja, ich muss nehmen, was ich kriegen kann. Ich bin schon froh, wenn ich in Challenger-Lobbys komme. Ich hatte letztens Sola im Team. Und der hat einfach... Also habt erstens, ihr das Game gewonnen? Ja, ich habe das komplett gecarried. Hm. Aber er war wirklich... fehl am Platz. Oh... Hallo Maki, erneut. Er war einfach, ich weiß nicht, er war da alleine, also wir haben halt nicht um Botlane rumgespielt so, aber der ist da einfach alleine gewesen und ich guck mal Botlane, auf einmal hat er irgendwie randomly geultet. Ja, ja. Ich habe das Video auch geguckt, ich habe darauf reacted und ich fand es sehr, im Video wurden voll viele Leute geflamed, also Kani wurde geflamed mit den Clips, Argon wurde geflamed von Freddy und du hast Sola geflamed und ich fand gerade bei Sola und Kani, beide sind so insane viel besser geworden. Also Sola ist so viel besser geworden. Ich finde auch diesen Werdegang so interessant, weil ich habe relativ viel mit Sola zu tun.
bei mir ist er quasi vom Pro-Player zum Streamer. Und er geht jetzt bald so in die Richtung vom Streamer und Caster zum Pro-Player, weil er wird immer besser und vielleicht schafft ihn einer raufzusteigen und ich würde es ihm mega gönnen. Und ich meine, okay, wenn ein Game mit dir reinkommt auf was weiß ich wie viel RP, kann er Fehlerplatz gewesen sein, ja. Aber nicht ohne Grund. Das war schon eher als Joke gemeint. I see, I see. Aber wirklich fettes Kompliment an Sola, wie er da auch nicht nur mit Seraphine, weil Seraphine ist schon sehr edel und flated gewesen, aber auch mit anderen Champs. Aber auch sehr gut geklammert. Also Sola hat wirklich fett improved und ist einfach geil zu sehen. Wie auch die deutsche League-Bubble da ja auch teilweise einfach besser wird, right? Ja, ist cool. Ja, vor allem, also man merkt es auch schon, wenn man, das ist auch die Gefahr, die ich auch habe, die du da, glaube ich, auch als Streamer hast, das ist bei euch safe auch so, wenn du autopilotest. Ich meine, das muss doch bei euch auch sein, ihr streamt das so viel länger. Wenn ihr fucking 10 Stunden streamt, autopilotet doch einfach Games. Und ich habe jetzt bei mir kommt das immer darauf an, ob es um was geht. Also ganz kurz, autopiloten heißt einfach, dass man nicht mehr so fokussiert ist, nicht mehr über jeden Step nachdenkt und einfach so vor sich hinspielt und dann obviously nicht mehr so effizient und nicht mehr so gut spielt. Also ich habe auch bei den Wettenden so nach 13, 14 schon immer noch mich fokussen können. Das ist halt fucking insane. Weil ich merke also, das, ich kann es bei 5-6 Solo-Kick-Games am Stück und danach merke ich schon, dass es aber downhill geht. Wenn es um nichts geht, dann autopilot ich auch, ja. Das ist bei mir auch so. Weil das ist jetzt auch das Aktiv. Ich habe mir ja das Vega V2 Patreon geholt. Ich habe jetzt auch viel mit deutschen Coaches zu tun, die mir schreiben und Input geben und so. Wenn man halt, es ist schon schwer, finde ich, für mich, so lange wirklich auf alle Kleinigkeiten zu achten. Ja eigentlich, also wir wollten eigentlich mit denen auch reden. Ja. Passiert das noch oder war das nur so ein privates Session mit dir? Nee, das passiert schon noch. Warum passiert das jetzt nicht jetzt? Also. Ja. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier sagen dürfen. Also, ich meine, wir. Vielleicht die. Warum geht's denn jetzt? Die machen euch aus, wenn sie richtig ist. So, hallo. Kani Leaks, Mikro ist noch an. Blablabla. Oh, ich habe kurz noch mal das Thema. Genau, und deswegen okay, sind Twitch Prime Subs wichtig. Habt ihr Real-Life-Fragen? Agorin, du bist wieder Streamer, du musst uns allein unterhalten. Das kann ich doch nicht. Na klar. Ich lass mich immer unterhalten von meinem Chat. Das ist eigentlich auch smart. Aber du musst das Thema so halbwegs vorgeben. Agorin, warst du schon mal auf einem Festival und hast in einem Zelt geschlafen? Wie kommst du auf solche Fragen? Nein, warst du mal so bei Tomorrowland? Oder bei so Wacken? Wir waren bei Wacken. Erzähl. Aber dann haben wir gesagt, nee, kein Bock, wir fahren nach Hause gezocken. wir sind morgens angekommen, haben halt, wir mussten also, also wir hatten halt so ein paar Showmatches, dann haben wir die Showmatches gespielt und dann, wir sind nicht auf ein Konzert gegangen, wir sind einfach direkt nach Hause. Wir sind 8 Stunden zurück nach Baden-Württemberg von Hamburg da oben. Ja, wir sind direkt zocken gegangen. Sag mir, dass du ein League-Streamer und Content-Creator bist, ohne mir zu sagen. Erst gerade. Gut, okay. Was macht ihr für Sport? Also was heißt hier typisch Agorin? Das waren Freddy, Bröki, Venter und auch Panda. Wir wollten alle zusammen wieder zurück, damit wir am nächsten Morgen spielen können. Festival-Gang. Das ist trotzdem so typisch Agorin.
Denn das war ja nur Hamburg. Das war ja Baden-Württemberg, Hamburg, so ein paar Stunden Auto. Ich war mit dem Mann in Korea. 8 Stunden. Ja, ein paar Stunden. Ich war mit dem Mann in Korea und der hat einfach für einen Monat. Ist ein Ermin. Für einen Monat hat er nichts gemacht. Für einen Monat switcht er den gesamten Mai. Woche nicht. Also, ich war. Ein paar Spannungen zwischen den beiden. Der letzte Tag, Arurin, Fred und ich, wir gehen so Shoppingviertel. So nicht Hongdae Partyviertel, so Shoppingviertel, so oldschool. Und Arurin dann so, das macht ja voll Spaß. Also, wir machen so Touristenaktivitäten, sehen ein bisschen was von der Stadt, von fucking Korea, von Seoul. Und er so, das ist ja voll geil. Das war sehr. Ich bin aber trotzdem sehr traurig darüber, dass ich nur Rang 100 wurde. No. Ich bin wirklich traurig darüber. Ich denke, irgendwann mal 2 Monate in Korea sein. Es wäre wichtig für euch, dass ihr Zeit habt zum Climben. Weil ich glaube, ein bisschen mehr Zeit, ich komme Top 10. Dass ihr da auch ein bisschen mehr Verständnis für die Prioritäten des jeweils anderen entwickelt. Dass du vielleicht anerkennen kannst, dass Arurin da mehr den Competitive Drive hat, aber dass du auch gleichzeitig vielleicht Tolkien eine Freude machen kannst, wenn du ihn auf Freelife-Aktivitäten begleitest, dass ihr da ja, gemeinsam eine Mitte findet. Am letzten Tag waren wir draußen. Ich war mit Arurin im Jongkok Palace oder so. Und da hatten wir beide Traditional Hanboks an. Ah ja, genau, kenne ich. Oh, das ja. war so witzig. Und es war echt ein geiler Tag mit dem Boy. Weil ich habe das erste Mal in meinem Leben Europa verlassen. Ich war noch nie außerhalb Europas. Dann fliege ich 13 Stunden nach fucking Korea, um in einem kleinen Zimmer für den Monat zu sitzen und League zu spielen. So, ich meine, ist ja nicht wert, aber ich habe ja gedacht, wir würden ein bisschen mehr so freundschaftliche Real-Life-Aktivitäten machen. Und einige hatten wir auch, was Arurin sagt, ist ja true, wir hatten mehrere Karaoke-Abende am Ende. Auch davor schon mit Freddy und Sang Min und ein paar örtlichen Leuten. Aber am Ende, als wir dann gegroupt waren, war schon geil. Würdest du sagen, ja. würdet ihr sagen, dass diese Erlebnisse weitestgehend eure Freundschaft positiv beeinflusst schon. Haben? Aber dann Arurin... Schon, ja. Auch wenn er auf mich sauer war, ich glaube schon. Aber genau, wenn das diese Experience dann wirklich eure Freundschaft gekräftigt hat, vielleicht solltest du dann öfter drüber nachdenken, einen Schritt auf Tolkien zuzugehen und vielleicht öfter zu begleiten. Ilo ist mir wichtiger. Das ist auch in Ordnung. Das Ding ist ja auch, es ist ja auch nicht schlimm, wir haben dich ja alle machen lassen, right? Wir haben dich immer gefragt, nicht immer eingeladen, du hast immer Nein gesagt und war dann okay. Aber es war trotzdem, ich fand es trotzdem wichtig, ihn einzuladen, right? Ja, natürlich. Ja, genau. Natürlich, ja. Deswegen, also, so wie Korean Barbecue, ja, wir können Arurin fragen. Wir wissen, er. Ich habe eine Woche lang hintereinander jeden Abend Nein gesagt, aber ich wurde trotzdem noch weiter gefragt. Richtig, richtig. Ja. Du bist in. Ich würd jeden Tag Korean Barbecue spachteln. Ich würd da meinen Hund verkaufen, um mir das leisten zu können. Du würdest deinen Hund verkaufen? Also, ah. Beruhig dich. Okay. Würdest du deinen. Na, boah! Sorry. Okay. Ja. Jetzt sind wir wieder an so einem komischen Punkt angekommen. Kani, warum muss ich denn hier die ganzen guten Fragen aufbringen? Wenn das Festival-Frage, was du da, mach mal weiter. Ja. Warst du auf einem Festival und hast im Zelt geschlafen? Ja. Wo, wann, wie? Tatsächlich da, gefühlt 5 Kilometer weiter von unserem Internat, war am Chiemsee, gab es immer ein Festival. Das wurde dann unbedingt zu Chiemsee-Reggae, wie hieß denn das früher? Chiemsee-Summer einfach? Ne, davor hieß es Chiemsee-Reggae und dann hieß es Chiemsee-Summer. Genau, und das war so ein Festival, das war doch relativ groß auch und da war ich 2-3 Jahre in Folge. Aber ich muss sagen, dass es nicht, es war schon cool und alles, aber Festival ist nicht so meins. Ja, es ist halt heiß und unbequem und mein Gott, du bist eh die ganze Zeit Attacke dicht, das heißt, du bekommst das meiste nicht mit. Mhm. Trinkt, also. Wie alt warst du da? 18, 17, 19, so in dem Dreh. Mhm. Ja. Da habe ich League of Legends gespielt. Ja, ich auch. Nur aber League ich war of halt Legends. Diamond 2. Ich habe nur League of Legends gespielt. Ja, okay, vielleicht hätte ich auch mal nur League spielen sollen. Meine alten Haare, meine langen Haare. Nee, die waren grauenvoll. Die waren wirklich, wirklich terrible. Wärst du nicht traurig, wenn du nicht gefragt werden würdest? Ich wäre schon ein bisschen traurig gewesen, aber ich würde es nachvollziehen, weil mein... Ich glaube, also nach einer Woche hat man irgendwann auch keinen Bock mehr zu fragen, würde ich schon sagen. Vor allem das Witzige war, was der Twitcher gar nicht weiß. Ich wollte halt wirklich gamen. Ich war... Erik, danke für 32 Monate, Bro. Danke. in der Vorbereitung zu Korea. Ich erinnere mich noch, das war, glaube ich, sogar auch im Bootcamp. Da hat Tolkien noch gesagt, dass er genau nicht will, dass die anderen rund um die Uhr zocken, sondern dass er so Urlaubsaktivitäten und Essen gehen machen will. Und ich finde es schade, dass du seine Wünsche da nicht respektiert hast. Nein, Spaß. Das ist Bullshit. Aber ich erinnere mich noch an das Gespräch. Erzähl was über dein Studium. Augustin. Ja, ich habe
Tatsächlich, am Anfang des Studiums habe ich kaum League gespielt. Deswegen steht auch bei mir beim OPG immer, dass ich Diamond bin in den Seasons, weil ich halt kein League gespielt habe oder kaum. Ich habe immer nur in den Zeiten, wo keine Klausuren waren und so, da habe ich ein bisschen League gespielt, aber sonst gar nichts. Und dann habe ich innerhalb von 5 Semestern meine Regelstudienzeit, also 6 Semester, durchgesmurft. Ich habe alles an Modulen fertig gehabt, bis auf die Bachelorarbeit. Und dann habe ich mit League angefangen wieder, also richtig. Ich habe also wieder irgendwie 8 Stunden am Tag League gespielt. Und dann habe ich 3 Jahre lang jedes Semester Semestergebühren gezahlt, aber halt, ich hatte ja nichts mehr übrig, außer meine Bachelorarbeit. Hast du die Arbeit so dann geschoben, oder? Ja, ich habe die Arbeit einfach nie gemacht. Bis jetzt vor so 2 Jahren ist es jetzt, ja, glaube ich, dass ich die Arbeit gemacht habe. Ja, stimmt, das habe ich mitbekommen, als du die fertig gemacht hast. Ja, und ich habe legit 3 Jahre lang, es war so dumm, nur League gespielt, ohne die Arbeit fertig zu machen. Und ich hab die einfach Semestergebühren gezahlt. Und ich hatte die ganze Zeit diesen Druck. Oh shit, ich muss doch die Bachelorarbeit machen. Wie geht's, dass du die so lange schieben kannst? Normalerweise wird man auch exmatrikuliert. Ja. Aber die haben bei mir, weil ich wohl mit allem anderen fertig war, haben die gesagt, ja, ist eigentlich nichts schlimm. Lol. Nee, danke. Crazy. Ich habe bei FB gespielt als Sub. Da war ich für 2 Games drin. Also tatsächlich in einem Team dann. Und das Team war aber schon richtig am Arsch. Und mit mir haben wir dann auch verloren und haben nämlich wieder rausgesaugt. War richtig ungeil. Aber ich hatte, das war basically Urlaub für mich. Ich finde die Frage, also ich meine, habt ihr viele Freunde wegen eurer Twitch-Karriere verloren? Also, wenn ihr die beantworten wollt oder wenn ihr drüber reden wollt, sonst skippen wir sie. Aber ich finde die eigentlich ganz interessant. Verloren ganz nicht, aber also der Kontakt ist schon schwach. Ja, ist bei mir, als ich so im Internat war, war ich super extrovertiert. Bin ich jetzt auch immer noch. Aber ich merke das jetzt auch so durch Corona und das alles, bin ich schon introvertierter geworden. Und ich hab so eine Handvoll Freunde, die treffe ich oder mit denen habe ich Kontakt vielleicht einmal in der Woche, vielleicht mal nur einmal im Monat oder so. Aber so einen riesengroßen aktiven Freundeskreis habe ich jetzt nicht. Aber gut, ich wohne auch seit 4 Jahren mit meiner Freundin zusammen und mache halt mit ihr alles. Deswegen bin ich jetzt nicht die ganze Zeit alleine oder so. Aber so einen riesen Freundeskreis habe ich jetzt auch nicht. Bei mir ist echt tragic, Mann. Also ich fand immer so, Freundschaften zehren ja und leben ja auch irgendwo von gemeinsamen Erinnerungen. Und da haben wir halt wahrscheinlich einen ziemlichen Cheatcode, weil wenn man in der Pubertät und auch mit der Naht gemeinsame Erinnerungen gewinnt, das ist halt so eine Zeit der großen Veränderung. Ja. Und wenn man da den anderen kennenlernt, dann weiß man vieles, right? Man weiß sehr viele Sachen über die Person. Und davon kann eine Freundschaft lange zehren. Aber ich kümmere mich unglaublich scheiße um meine Freundschaften. Und ich habe, glaube ich, eigentlich meinen besten Freund aus der Nahtzeit jetzt seit 5 Monaten nicht gesehen. Und also, obwohl der auch in Berlin wohnt, der wohnt nicht mal weit weg. Und schon echt scheiße eigentlich. Und es liegt einem. Wie bitte? Ich habe meine besten Freunde seit irgendwie 2 Jahren nicht gesehen. Ja, deswegen. Jetzt war halt auch Corona, to be fair. Am Arsch der Welt wohne immer und halt, wenn ich dann mal zu Hause bin, nur für meine Familie da bin, für einen Tag und dann... Meiner wohnt so 10 Minuten entfernt. Ja, okay, das ist... Weißt du? Und ich würde ihm zum Essen verabredet, was schon geil ist, aber es ist schon in vielerlei Hinsicht, du weißt ja, hast du auch eine begrenzte Karriere mit Stream oder generell mit Relevanz auch als E-Sportler, was ja ursprünglich meine Definition von mir war. Und da setzt du auch viel Herzblut rein und du verlierst halt auch vieles dafür, weil du einfach Zeit verlierst, right? Es kostet halt sehr viel Zeit, es ist eine Präsenzsache. Wenn du nicht online bist, bist du nicht online, dann bist du nicht relevant, right? Und das ist dann teilweise auch ein gewisser Druck, I guess, der auch Freundschaften kosten kann in vielerlei Hinsichten. Aber, und darauf würde ich zurückkommen, deswegen ist es danach so geil, also wenn man so einen Hintergrund hat, glaube ich, ja, kann man vieles davon reaktivieren. Also ja. Du kannst es sehr leicht reaktivieren, weil du die Leute so gut kennst. Okay, zu dem Thema, man muss präsent sein. Geht's dir gut? Achso. Ich dachte, du übergibst. Ich habe auch kurz drüber nachgedacht, ob jetzt also, das Sofa kotzt. Würdet ihr sagen, ihr seid süchtig nach Streamen? Nee. Also ich nicht, aber ich mache das ja auch nicht fulltime. To be fair. Bei euch interessiert mich die Frage wirklich. Actually würde mich die Frage an Freddy auch interessieren. Ja, Freddy sagt es doch selbst, dass er süchtig ist. Ich glaube, dass er das auch schon mal gesagt hat. Wir haben vorhin über Schlaf geredet bei Freddy. Warte, was war sogar dabei? Ja. Und der meinte, ja, aber ich brauche die LP. Wo er meinte, sein Körper kann 16 Stunden schlafen. Ja, das geht aber nicht wirklich um League, oder? Also League ist natürlich jetzt verbunden. Weil wenn man keinen League-Stream hat, hat man keine Zuschauer. So, aber es geht nicht wirklich um League, oder? Ja, I mean, of course kriegst du halt Anerkennung, Bestätigung und so von Twitch-Chat auch in vielerlei Hinsicht, aber sie ist sehr unpersönlich. Und das ist immer so dieses Thema, was auch viele Streamer, so wie Vlask hat da, glaube ich, hier drüber geredet, dass Twitch-Chat nimmt dann ja auch sehr als so Kumpel wahr, weil du bist halt in deren Wohnzimmer die ganze Zeit, right? Und das bist du ja für viele auch, aber das geht nicht unbedingt in die andere Richtung, weil du kennst die Leute ja nicht unbedingt so sehr. Also, mit den Einzelpersonen nicht,
Aber hast du nicht auch so eine bisschen so eine emotionale Bindung mit dem Chat insgesamt? Doch, das ist schon cool. Ja, also doch. Ja. Deswegen bist du emotional gebunden und dann denke ich, kommt auch ein kleiner Aspekt der Sucht mit rein. Also ich glaube, keiner von uns könnte 7 Tage die Woche, ich meine, Freddy streamt ja am meisten, right? Aber du hast auch mal sehr, sehr viel gestreamt. Also 7 Tage die Woche 8-9 Stunden streamen und permanent präsent sein vor Kamera mit Studiolicht, was auch immer, und nicht so halbwegs addicted dazu sein, right? Also du bist schon, das geht auch emotional dran gebunden in vielerlei Hinsicht. Deswegen ist ja so spooky, irrelevant zu werden, weil irgendwann wird jeder von uns irrelevant sein, right? Wir werden nicht relevant bleiben, wir sind League-Streamer, wenn man ehrlich ist. Wenn du nicht irgendwie so eine Transition hinkriegst wie Maxim oder so, dass du ein neues Game hast oder andere irgendwas anderes, dass du schaffst, dass du als Person interessant bist. Ja. Weil wir sind als League-Spieler interessant. Ich bin interessant als Top-Line-Experte, Jungle-Experte, Support-Experte und so, aber wir sind, die irrelevant ist, die, dass wir irrelevant werden, ist ja quasi, das ist safe in ein paar Jahren der Fall. Right? Deswegen mache ich auch so viel Werbung gerade. Also Mic-Drop-Moment, ja. Ja, okay, cool. Also ganz kurz, weil ich die Frage jetzt oft gesehen habe, nee, ich mache das Ganze nicht Fulltime. Ich meine, ich studiere noch und ich habe noch einen Minijob nebenbei. Aber das ist eigentlich alles super entspannt. So, ich bin jetzt, bei mir ist es jetzt ähnlich wie mit Agorin. Damals, ich bin auch mit allen Modulen durch im Studium. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und sitze nicht in einem Bootcamp. Drei Jahre lang. Und mein Minijob ist super entspannt. Jedes Semester waren es 300 Euro. 300? Ja. Jedes Semester? Ja. Ich glaube, ich zahle 160. Was? Oder? Wie viel habe ich jetzt überwiesen? Inzwischen 153 oder so? Wie viel zahlt man für Uni Hamburg? Semestergebühren inzwischen? Also ich zahle 100 irgendwas. Locker 350 bestimmt jetzt. What? Any Uni Hamburgers? Sollen wir deinen Chat anmachen? Ich meine, okay. Da 270. Aber bei mir ist es auch geteilt, weil bei mir ist zum Beispiel kein Semesterticket dabei. Ich zahle gerade 3,30. Ja, 3,30. Okay, aber war bei dir dann das Semesterticket da dabei? Ja, ja. Okay, das ist bei mir nicht dabei. Ja, das ist der Punkt. Bei mir ist da nur so ein Basisding drin, aber wenn ich das Ganze haben will, muss ich auch nochmal ein neues. Das war genau, TUM 163, genau. Ich habe ja auch in der TUM angefangen, also in München, das ist ganz wenig. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das rauszunehmen, weil ich habe eh nicht in Hamburg gelebt, aber ich habe trotzdem nie die Mühe gemacht, das rauszunehmen. Das ist schon echt dumm gewesen. Ich hau ihn gleich. Weil ich habe das, also wie viel sind das? Das waren... Das waren 6 Semester. 700, 800 Euro oder so, for free. Die ich hätte saven können. Naja. Ich studiere in Erlangen, by the way. Ja, genau. Meine Freundin, die überlegt jetzt auch, neben dem Streamen noch an der Abendschule zu streamen. Verdient die nicht genug mit zu studieren. Sorry, okay. Zu studieren. aber die macht das einfach, weil meine Freundin, die kann sich das nicht vorstellen, langfristig Streamerin zu sein oder Content Creatorin, die fühlt das nicht so. Ja. Ja, yes. Und die will jetzt, nein. Und die fängt, okay. Die überlegt jetzt dann noch Psychologie zu studieren, nebenbei, neben dem Streamen. Aha. Und das kostet so super viel Geld, wenn man das nebenbei macht. Das kostet Geld. Ich weiß gar nicht, da gibt es privat. Das ist immer eine Privatuni, glaube ich. Privat oder, ja, es kostet super viel Geld. Na, shit, jetzt habe ich das Freundin-Thema angeschnitten, ne? Ja, wer ist denn deine die halt, wie sieht sie denn aus? Darf ich das sagen bei dir auch? Ich meine, das ist theoretisch Fremdwerbung. Okay. Nee, weiß ich. Nee, wenn ich jetzt den wie sie auf Twitch heißt. Ja, klar. Okay. Ach so. Die heißt einfach nur Janni. J-A-N-I. Die macht DJ-Streams. Also so Party- und Musik-Streams. Aber dieser Tolkien-Lol im Gandalf-Kostüm macht viel coolere Party-Streams. Es ist wirklich so. Die hat ja zugeschaut, als wir Party gemacht haben und die war sehr von dir begeistert, dass du der Einzige warst, der gut tanzen kann und der Stimmung gemacht hat. Ich auch so ein Kostüm. Aber ich weiß nicht, welches. Ja, glaube ich auch. Ja, ist auch so. Du hast 6.000 € ins Fitnessstudio gebracht. 6.000 € ist eine Menge Geld. Nee, das ist falsch. Ja, du meinst 6.000 Euro. 6 Millionen Euro. 6.000 € hast du nicht angebracht. Er ist ein Sheikh. Er hat die ganze Kette einfach gekauft. Ein Sheikh. Elephant Room haben wir getroffen, actually. Elephant Room war, ja, den haben wir vor einem halben Jahr getroffen, ja. Beim Escape Room. Der hat uns gesniped. Ja, der war smart. Ich bin Janis Sub, Ehre. Sorry. Nee, das ist kein Werkstudentenjob. Das ist einfach so ein Mechatronik-Ding. Ich arbeite bei der Firma. Ich habe da angefangen, da war ich noch Schüler. Da wollte ich mir einfach alle rüber zu ihr. Streamt die gerade? Wait, ich wusste nicht, dass sie jetzt gerade streamt. Mhm. Tolkien, es tut mir wirklich leid. So viele Zuschauer gehen jetzt zu Jani. J-A-N-I. Twitch-TV. Ja. Wait, ich wusste nicht, dass sie gerade streamt. Die meinte eigentlich, sie hat heute nicht so viel Lust. Oh Gott, bitte seid brav, Leute. Ja, bei uns in der Beziehung bin ich da random. Ja, ich meine, tatsächlich. Kommt drauf an, wie viel Uhr ist es. Wahrscheinlich hat sie gerade so 800 oder so. Ja, fällt sie nicht so sehr auf.
Gut, aber da bist du nicht ein Random, wenn du mit 400 oder 500 hast. Bist du? Ich habe sehr gleich wenn groß, würde ich sagen. Wenn du hast du mehr Subs, das ist immer. Du ja, ja, nee, ja und... Also wenn du, wenn, es ist, ja, nee, du musst halt eigentlich nicht drüber reden. Schon 1,2... Ja, gut. Wann heiratest du? Soll The Shire machen. The Shire Remix. Party Remix. Wait, wollen wir das... Soll ich hier schreiben? Ja, die hat erst angefangen. Wie gesagt, die fängt immer erst so um 8 oder so an. Aber die streamt auch bis um 4 Uhr nachts, deswegen... Sie glaubt, es ist ein Followbot. Ja, war kein Followbot. Das waren die Boys. Argon, ja, hallo. Tolkien, lol. Hi, Schatz. It's us. Aber ist jetzt auch egal. Reicht nee, jetzt an Werbung. Ja, also ja, wirklich, Bruder, das war jetzt ein 3-Minuten Shoutout. So viel Call. Also. So habe ich noch nie für jemanden anderen Werbung gemacht. Scheiße, Bro. Ja, I mean. Das kostet normalerweise 5.000 Euro. Nein, ich habe keine Ahnung. Wir regeln das dann später oben im Zimmer. Okay. Gut. Worüber reden wir jetzt? Ich würde ein neues Real-Life-Thema anschneiden. Und zwar... Dein Toupet. Was? Ich hole mir jetzt kurz was zu trinken. Sein Toupet, so diese er meint, ich habe eine Perücke. Ja, aber jetzt haben wir einen Wels, Mann. Dann, ein bisschen vielleicht, ja. Weil die Seiten so kurz sind. Oder? Ja, das ist, ich gehe einmal alle 4 Monate zum Friseur und dann lasse ich es mir an den Seiten so kurz schneiden wie möglich, damit ich es so irgendwie auch Bock, ihren Stream anzumachen, weil jetzt alle darüber schreiben, weißt du? Bist jetzt ja, machst du wieder Werbung. Ja, ich war das jetzt nicht. Du bist ja so frech. Explodiert gerade. Das ist doch süß. Ich hole mir was zu trinken. Kriegst du den kleinen süßen Shoutout hier? Jani hat gleich aufgesorgt. Nice. Wir haben nur 400 Zuschauer verloren, das ist natürlich. Aha. Danke, Lasersaft, du bist ein Bro. Chilling. Ja, generell, also so Hype-Streams haben ja auch mega Spaß gemacht. Also auch gerade zu Hause. Weil hier war es halt so ein bisschen, hier hatte ich irgendwie so mehr das Gefühl, dass ich ja auch, dass es auch cool für euch sein muss. Und ich hatte das Gefühl, dass das hier einige... Das ist Pressure. Ja, das einige haben sich ja gestern awkward gefühlt, right? Ja, natürlich war es awkward. Ja, für mich nicht. Also, ich meine, so awkward war es nicht, ja. Aber... Es ging schon in die Richtung. Ich fand, du hast gut durchgezogen bei deinem Song. Bei Skarab hast du auch die Bühne so vorne geil. Übernommen. Du hast ja. Ganz vorne gestanden. Skarab ist so... Vor der Kamera. Ja, aber ich fand, da hatte ich so... Zu Hause kann ich halt einfach jede Scheiße machen. Und hier war es so, hoffentlich... Mit Arguin Spaß. Fühlt sich brüki fein. Weil es war ja meine Idee, right? Und das ist immer scheiße, wenn deine Idee kacke ist. True. Ja. So fühle ich mich immer bei meinen Calls. Na, das ist komplett fein. Sie hat The Shire angemacht. Ey, Marius... Können wir ihren Streamer hinter uns anmachen? Auf dem unteren Bildschirm ist mir jetzt so aufregend. Da muss ich die Chats verschieben. Nee, da muss ich die ganzen Chats verschieben. Das ist doch scheiße. Achso, ja, stimmt. Ja, hat jemand die Tastatur? Ich hab die. Bam, badam, bam. Sie hat sogar das Gift drin. So, können wir es jetzt mal anmachen hinter uns, Marius? Ja. Können wir noch Sound anmachen? Ja. Wollt ihr mittanzen? Ich kann gleich wieder Gandalf anziehen gehen. Wo ist denn das? Ich kann nicht. Was ist denn Display Capture? Da gibt es nur Game und Window. Ja, achso, du meinst links in der Szene. Ja. Okay. Ja, einfach das untere. Ja. Dann, also die Hype-Streamer ist halt wirklich cool. Wenn du gut hypen kannst, macht es auch richtig Spaß zuzugucken mit Stimmung und allem, right? Oh, shit. Wo ist hier The Shire? Das haben wir noch nicht, The Shire. Oder? Wurde angelogen. Ist zu laut. Guck mal. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank auch für die vielen, vielen Friendships heute. Seid herzlich willkommen. Gerne. Danke für das Prime, Jungs. Dankeschön. Danke. Nächste Woche gibt es wieder das gute Toastbrot. Ich habe gesagt, ich habe viele Forsten geschaden, haben immer gewünscht, einen Chat der Arminus werden. Marius, hört man das auch gerade, was sie sagt? Ich glaube, wenn er es nicht hört, ist er nicht so. Das macht sie jetzt für 5 Stunden oder so, ne? Länger als 5 Stunden?
die fängt je nach Tag, heute ist ja unter der Woche, da macht sie nicht so lang, aber wenn ihr am Freitag, die fängt um 18 Uhr an und macht bis um 4 Uhr nachts. Und deswegen, als wir Partystream gemacht haben, ich war komplett K.O. nach den 20 Minuten. Und die macht das 8 Stunden durch. Als, nach meinem ersten Partystream, ich hatte legit Muskelkater für 3 Tage. Das ist so. Ich hatte Muskelkater. Aber bin auch über lang gerannt und hab gehüpft und all so einen Scheiß. Aber es war... Ja. Das ist schon crazy. Ja, war schon extrem anstrengend. Das ist nicht nachvollziehbar, wie die das... Und sie muss ja quasi die ganze Zeit noch, sie muss noch mehr abgehen als das, right? Ja. Das ist ja so eine Nebelmaschine da unten, oder wie? Dieses Zeug stinkt. Ich mache immer die Tür bei ihr zu. Das Zeug stinkt. Ich hasse diese Nebelmaschine. Ja. Wenn die irgendwann mal kaputt geht, dann was ich, Janine. Ich kann das jetzt hier... Na, ich hasse dieses Ding. Hat sie die ganze Zeit Gandalf einfach daneben an, oder was? Ja, die hat das Gift immer mal wieder drin. Das hat sie so... Wegen deinen Leuten. Großzügig sind sie auch noch. Na, sag mal. Die NNO-Fans komplett am Gönnen. Ja, sag mal NNO-Fans. Das sind die NNO-Fans. Hat sie... Danke, Bro! Let's go! Kann sich keiner noch Bio-Eier leisten. Nicht die aus der Bodenhaltung. NNO Hype Train ist legit die Donation-Nachricht. What the fuck? Ich hoffe, ihr seid auch großzügig bei Agrin und Kani. Die Boys. Ja. Ich sag, Markus, es reicht jetzt auch eigentlich wieder, oder? Ja, ja. Also, muss jetzt, wir können es auch wieder ausmachen. Nein. Ja, wieder Twitch halt anmachen und eure Fragen lesen. Da musst du wieder die Szene wechseln im OBS. Ach so. Ja, sie muss Rise anmachen. Ja, die hat in ihrem Set, glaube ich, sowieso... Ja, mach einfach den Stream auf. Oh, nicht OBS. Nein, nicht OBS. Bruder. Ich war schon lange nicht mehr so. Nein, lass mich. Lass mich. Okay. Agurin. Agurin. Bro. Mach jetzt nicht OBS aus. Nicht, aber Agurin! Oh! Nee, wir streamen hier gar nicht, oder? Es passiert gar nichts. Ach so. Der Nexus explodiert. Oh. Warum ist jetzt alles so schnell da im Hintergrund? Weil das Game jetzt zurückgespult wird und es fängt dann wieder von vorne an. Ach. Weil das Game gerade geendet ist. Oh. Siehst du, und jetzt sind wir wieder bei Sekunde 1. Jetzt geht's wieder von vorne los. Wir wurden einfach gebaitet. Oh, ich hab irgendwie noch Bock auf einen Snack. Also, ich würde mich noch sehen bei so einer... Hä, ja. Haben wir nicht noch Nudeln da? Die zwei, ja, aber das ist zu viel, you know? Oh mein Gott, ich hab... Krass, nee. Welche Kraft hättest du aus League gerne und weshalb, Agurin? Also, so wirklich eine solche Kraft. Solche Fragen sind so schwer. Oder eine Kraft? Ja. Was gibt's denn? Es gibt Invis. Ein Spell, oder? Oder wie? Es gibt Invis, es gibt sich zum Drachen transformieren. Dann gibt es... was kann man denn so machen? Man kann ja zu einer Spinne werden? Ich glaub so ein... Sein Schäbepose, 5 Champions. Was können die alle? Kann Kardikta unsichtbar werden. Shyvana ist Drachen. Jarvan ist useless. Wände machen einfach ist voll useless. Jetzt mal Maurer werden, hä? Voll Bro. Ich glaube, Echo ist geil, oder? Der Chrono Break. Echo, ja, aber wenn du nur 5 Sekunden zurückspulst. Actually, voll geil. 4 Sekunden zurückspulen, ja. Das ist schon heftig. Cooldown. Aber würdet ihr nicht safe sagen, einfach so Rice Old ist bei Vater best? Du kannst einfach um den halben Globus porten. Du kannst einfach von hier nach Afrika. Das gibt dir am meisten Entertainment. Du kannst auch Leute mitnehmen. Actually true. Ja. Leute in den Müllpresse. Rice Old. Also, aber jetzt könnte ich uns drei so auf die Malediven holen. Dann machen wir Urlaub. Oh, das ist schon sehr gut. Ne? Und es hat ja im Müll. Das musst du dir ja vorstellen, ohne in League of Legends ist halt 2 Minuten Cooldown insane lange. Im echten Leben sind 2 Minuten gar nichts. Du nimmst auch den gleichen Cooldown, okay. Sag mir ja, of course, ich nehme alles. Und dann ist halt voll chillig. Also du verbrauchst es, du kannst einfach machen, was du willst. Imagine, wie viel Zeit dein Leben gerettet hätte. Also du redest jetzt von 40 Sekunden zurückspulen, right? Aber wenn du nicht zur Schule laufen musst, sondern porten kannst, jeden Tag, du rettest ja Lebenszeit. Feel me? Ja, schon. Oder alternativ, wenn du schlafen könntest, während du die Zeit pausierst und währenddessen nicht alterst. Oh, ich weiß auch noch was Gutes. True. Yumi wie, damit ich auch in Real Life auf Agurin sitzen kann. Okay.
Warum sind die komischen Szenarien immer nur, wenn ich irgendwas sage? No. Nein, ich mache das mit Absicht. Die ganze Welt Kardus Ulden. What the fuck? Nein. Bro. Imagine. Okay, meins war nicht so komisch, oder? Das ist schon sehr dark. Das ist dark. Das habe ich aus dem Chat. Das ist dark. Wer hat das geschrieben? Keine Ahnung. Das ist dark. Aber schickiger Brain. Das hat Begurin geschrieben. Imagine, so wie viele kranke Personen einfach wegen deinetwegen sterben würden. Wegen deiner Karte. Aber wenn du nur so 50 Schaden machst. Deine One Bruder! Jetzt reicht's! Nur an Leuten, die als Gegner siehst, genau. Wie viele Gegner habt ihr noch im Leben? So jemanden, den ihr beschreiben würdet als vielleicht Feind, Nemesis oder Erzrivalen? Erzrival auf jeden Fall nicht. Nein? Nee. Aber so. So Don Arts in ESG. Nein, nee, schon. Das dann nehmen wir. Auch dieser eine, wie hieß der eine Jungler, der jetzt in den A spielt? Autofill. Hä? Closer? Pride Stalker? Closer. Closer. Das ist doch keine Rivale. Ja, aber du hast keinen Rivalen so gefühlt. Wir haben nie in derselben Liga gespielt. Okay. Aber so hast du so einen Feind in deinem Leben gehabt oder irgendwie. Also, Don Arts war für eine Zeit ein Rivale, bis ich ihn dann jedes Game. Hops genommen habe, sagst du. Für ein Jahr lang. Bis wir dann mit ESG nicht mehr so erfolgreich waren, aber naja. Ah, ich hab sowas auch nicht. Ich wüsste auch gar nicht. Hast du jemanden? Einen Rivalen? Winter war, glaube ich, dein Rivale, oder? Nee. Nicht? Nee. Während wir so erfolgreich waren? Ja, aber danach halt nicht mehr, ne? Ja, natürlich, danach war halt nichts mehr. Ja, das ist halt ein Problem. Weil ich war noch erfolgreich. Ja, schon. Ja. Aber für die Zeit? Ich muss sagen, Winter, ich fand, als er die Szene gejoint ist bei euch, hat er jede Runde Mundo gespielt. Jedes einzelne Game. Jede Runde Mundo. Und dann, ich hatte so eine wilde Draft, wo wir euch Seelen wegpicken und ich spiele Hikari im Top und dann hat er das erste Mal Irea gespielt. Ja. Das erste Mal, dass er mir so Alpha-Champs gespielt hat. Und er war so gut, ich bin irgendwie dreimal gesolkit worden oder so. Wirklich mega nice von Winter. Aber leider hat er danach nichts mehr, irgendwie hat er nichts mehr gerissen, right? Ich habe halt mit jedem Team in jedem Jahr gewonnen. Deswegen, ein Rival, den ich für eine Weile hatte, war actually Joppa. Weil Joppa war in jedem Team von mir ein Gegner. Rest in Peace. Rest in Peace. Mit Schalke und allem und auch in anderen Teams. Und Joppa war halt so, immer mal wieder, er war halt so ein On- und Off-Top-Laner, right? Er war sogar Rank 1 und er war auch richtig kacke. Just depending on the day. Aber für mich war immer klar, also was halt so Rivalen angeht, dass der klareste Rivale, was langfristig anging, immer White Knight ist. Weil White Knight war mein direktester Konkurrent für meine beiden möglichen LEC-Jahre. Vor allem 2020, weit, wo wir beide Trials bei Astralis hatten. Und ich bin immer noch so salty, dass er 5., 7. und 7. wird und ich 2., 1. und 1. und ich viel besser in der Season war als er und alles. Und trotzdem er genommen wurde, right? Mhm. Aber trotzdem. Ich meine, er war ja schon LEC, wahrscheinlich war das auch ein Grund. Er war davor LEC bei Unicorns of Love, ja. Ganz früher. Und er kannte den Manager, bla bla bla. Aber trotzdem muss man ja fairerweise sagen, Astralis hat die richtige Entscheidung getroffen, was mein Rival in der Hinsicht angeht. Weil White Knight hat, glaube ich, am besten performt von seinem gesamten Team. Die war da recht scheiße. Aber er war mit Lee Sin richtig gut für viele Games. Also war es nicht die schlechteste Wahl, probably. Die verkaufen jetzt auch in den LEC-Spot, ne? Was war mit Joppa? Das ist ein sehr trauriges Thema, was auch die League-Bubble erreicht hat. Joppa ist an Corona gestorben. Also der junge Mann ist letztes Jahr vor uns gegangen, deswegen ist RIP ernst gemeint gewesen und ist kein so geiles Thema, vor allem für jemanden, den wir alle so nicht kannten. Also zumindest, er war halt 4 Jahre mein Gegner und man hat auch über diverse Matchups geredet, ab und zu mal, aber halt nicht viel, weil man ja wirklich einfach ein Rivale war in vielerlei Hinsicht. Das hat sich so surreal angefühlt, dass jemand actually aus der League-Szene an Corona steht. Absolut crazy, ja. War wirklich so ein richtiger Schlag ins Gesicht, als dieser Reddit-Thread dann riesig ging. Vor allem, weil es zum Zeitpunkt war auch noch Teammate von Obsess und die haben relativ viel miteinander geredet, als es schon auf der Intensiv und so war. So komplett wild, einfach crazy Thema. Das wir an der Stelle auch zu beenden wollen jetzt, weil das ist mir schon jetzt zu traurig instantly. Ja, kann man eigentlich den Stream direkt ausmachen. Kann man fast den Stream ausmachen bei dem Thema, wird man ja wirklich ein bisschen. That's not what we wanted. Ja, er hat recht, Felix. Sorry, Felix, Bro. Kani, hast du einen Rivalen oder sowas in der Hinsicht oder einen Feind in deinem Leben, den du Kartus holten würdest? Panda. Nee. Panda? Ach Quatsch. Das ist doch what the fuck. Nee, weil, aber gut, man muss das auch sagen, dass ich ja League gespielt und gestreamt, der immer nur als Hobby nebenbei habe. Ich hatte ja nie den Competitive Drive und deswegen hat sich da nie irgendwas ergeben. So alle anderen League-Spieler, Streamer, so Panda hat mir mega viel geholfen in der NO-Zeit. Der hat mir super viele Tipps gegeben, sowohl für Streamen als auch für Supporten, als auch das Überleben mit Brücki. Ich wollte mal kurz auf den allerersten Punkt eingehen, right? Alte Ehefrau. Ja, aber was meinst du mit, du hattest nicht den Competitive Drive?
Weil ich glaube, keiner von uns ist ursprünglich reingegangen mit, ich werde E-Sportler. War es einfach so, wir sind high in Solo-Queue und dann machen aber wir halt E-Sports. Ich war ja auch nie einer zu irgendeinem Zeitpunkt. So, ihr hattet ja auch die Rivalen auch nicht am Anfang, sondern das hat sich ja dann bei euch entwickelt, weil ihr Competitive auf dem höchsten Niveau gespielt habt. Aber warum meinst du, du hast keinen Competitive Drive gehabt? Du hast doch einfach auch für Solo-Queue gespielt, no? Ja, aber diese Rivalen, die ihr jetzt aufgezählt habt, das war ja alles durch Competitive Game. Ach so, ja. Und das gab es bei mir nicht. Also ich habe zwar auch mal ESLM 1 gespielt, als Substitute und wenn Leute dann eh schon abgestiegen sind, gefühlt. Aber das war alles for fun, ich habe mich da gefreut. Und streamen war auch immer noch for fun. Und ja, mit Kutscher verstehe ich mich auch mega gut. Ich freue mich richtig, den zu treffen jetzt dann auf dem Premier League-Finale. Ihn fertig zu machen auf der Bühne. Mann, man. Ich habe keine Ahnung, ich finde die League-Bubble, die deutsche Twitch-League-Bubble ultra entspannt. Man versteht mich, glaube ich, trotzdem ultra entspannt und da gibt es kein böses Blut zwischen irgendjemandem, glaube ich, wenn ich so weit jetzt gehen darf. Außer halt mit Brücke. Nachvollziehbar. Also es gibt eine Frage an mich gerichtet, ob ich mir vorstellen könnte, ein Team zu coachen. Das haben die Deutschen total oft geschrieben. Und das Ding ist, ich glaube, ich wäre ein absolut geiler Coach, aber ich habe keinen Bock darauf. Ich habe keine Lust, dass mein Lebensunterhalt ist, honestly. Ich glaube, wenn League nicht mehr funktioniert, dann mache ich irgendein, also ich weiß nicht, ich werde selbstständig, mache irgendwas anderes. Aber ich glaube, ich werde nicht Coach, das sehe ich mich nicht. Also du meinst selbstständig, wir alle unter der Brücke. Gemeinsam, selbstständig. Ich meine, bis dahin habe ich hoffentlich genug Geld angespart, dass ich irgendeine eigene Idee... Der Bro schaltet 7 Minuten pro Stunde Werbung. Der wird nie wieder obdachlos sein. Du machst gerade Werbung, während du hier bist? Nee, das geht ja automatisch von Twitch. Bro! Ja. Oh, goodness gracious. OnlyFans-Gurin Uwu, by the way. Kein OnlyFans. OnlyFans-Gurin. Ja, ich hatte meine Ideen. Also ich hatte auch für eine Weile, also ich habe halt diese Anfragen richtig, also ich fand auch, Coaching depend immer, wie man es sehen möchte. Als wir diese Magenta-Trophy, wo du ja auch dabei warst, war auch Coaching mit so vielen schlechteren Spielern, right? So von Bronze bis Diamond, aber nicht so Hilo-mäßig. Und ich finde, in meiner Erfahrung von nationalen Ligen, wenn du da Leute coachst, ohne Gaming-Haus, da die Hälfte hört nicht zu, spielt Hearthstone, was auch immer, das ist so überhaupt nicht belohnt, zu coachen. Weißt du, du findest keine richtige Selbstbestätigung drin und die Leute geben nicht richtig einen Fick. Und das ist schon, finde ich, nicht so geil. Also mit mehr Disziplin maybe und gerade mit Gaming House. Aber wenn du dann dein Herzblut rein investierst und jemand spielt währenddessen Hearthstone, wäre ich schon sehr tiltet. Das ist auch allgemein, wenn man sich mit den Coaches in den wie heißt du das? In den europäischen Ligen stehen die Coaches ja sehr weit im Hintergrund. So, wir haben jetzt bei der Prime League ab und zu mal einen Coach im Interview oder so, aber man kriegt von denen nicht viel mit. Oder auch so grob von der Environment aus einem Gaming-Haus. Aber wenn man sich mit Coaches mal unterhält, dann bekommt man da immer wieder mit, dass Leute zwar Pro-Player sind, aber eine ganz, ganz schwierige Arbeitsmoral haben und auch eine ganz schwierige Einstellung dazu haben. Und mit sowas würde ich auch nicht klarkommen, wenn ich da Coach wäre. Deswegen habe ich dich ja gerade nochmal so gefragt, weil die meisten von uns, die irgendwann Pro-Player geworden sind, sind ja nicht mit einer guten Disziplin reingegangen oder so. Was einfach passiert, weil du halt viel gezockt hast und dann irgendwann Hilo warst, right? Ja, aber ich wurde nie Hilo. Okay, fair enough. Nach dem Abi habe ich auch am Tag 12 Stunden League gespielt, aber mein Peak damals war meine größte Errungenschaft, dass ich Master gekommen bin. Ja, weil ich deswegen auf deinen Punkt zurückzukommen, right? Das ist auf jeden Fall so, dass sehr viele Leute undiszipliniert sind und dergleichen und noch nicht richtig irgendeine Live-Erfahrung gemacht haben. Und meistens bei uns Internats dann ist ja so, dass wir da schon ein bisschen mehr Disziplin bzw. Selbstständigkeit gelernt haben, right? Ja. Vielleicht nicht insane viel, aber schon einiges mehr als der normale Hotel-Mama-Gast. Ich muss sagen, im Nachhinein, das war auch geil. Dadurch konnte ich auch relativ gut und ohne Probleme von daheim ausziehen. Weil ich meine, wir haben ja schon mal woanders gewohnt. Safe, ja, safe. Und so mit Gaming-Häusern, weil quasi einfach dann WG-Leben und so. Tatsächlich, erinnerst du dich daran, dass wir, als du bei IQ warst, ne? Ich war da in dem Tryout dabei. Wir haben da zusammen bei IQ getryoutet. Du weißt es, glaube ich, nicht mehr, ne? Was? Ich habe Botlane gespielt mit Fabi Cutie und du warst Toplane. Oh, und Donuts war Jungle. Midlane war, also der Enemy-Midlaner war Energy, aber ich weiß nicht mehr, wer mein Midlaner war. Das ist ja doch damals gespielt. Ja, aber halt nicht gut. Es gab einfach nie gute deutsche Supports. Deswegen waren die dann verzweifelt und haben mich auch eingeladen. True. Es gab echt nie deutsche gute Supports. Ich glaube, der Enemy-Support war, glaube ich, Tolerant. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht mehr, wer der Enemy-ADC. Ich glaube, dass sogar Kidui der Enemy-ADC war, kann das sein? Also ich kannte, keine Ahnung, ich hatte so einen richtigen Fanboy-Moment damals, als ich da in die Tryout-Lobby gekommen. Ich habe nicht geredet davor und danach. Fanboy zu wem? Wir waren alle random. Nee, ja, aber weil ihr halt High-Elo wart und ich nicht. Also ich war da, ich meine, damals war Master auch noch mehr wert, to be fair, als heute. Einfach weil es weniger Leute waren, der Shift war einfach anders. Aber ich meine, ihr wart alle Changer und ich war halt Master. Ja, makes sense.
Aber geil, aber dann krass, dass du auch da so schon so viel gespielt hast. Moin! Agurin! Ja. Wie hast du die Gaming-House-Zeit das erste Mal in ESG wahrgenommen? Weil du bist ja schon... Oh, das war so geil. So wie du damals erzählt hast. Das war wie Hogwarts. Hast du mal das hab ich immer gesagt. Das hast du immer gesagt. Ja, das kopiere ich. Erzähl. Das war legit wie Hogwarts. Also ich bin mit meinen 7 Sachen in meinem Auto von Hamburg ins Gaming-House gezogen. Und ich konnte einfach den ganzen Tag zocken. Und voll geil. Keiner hat sich beschwert, keiner hat irgendwas gesagt. Es war so geil. Es war so nice. Vor allem haben wir auch nicht gescrimmt oder so. Das heißt, ich konnte mein Ding machen. Ich habe den ganzen Tag... Ja, damals schon alle gestreamt? Du auch schon? Ja. Oh. Also ich habe dann halt da angefangen. Ja, makes sense. Weil, also, was soll man da sonst machen? Ja. Und dann, ja, war es geil. Geil. Kann ich mir auch vorstellen, du mit deinem Auto wieder dahin tüftelst aufs Land und dann, ja, oh, das ist ein Haus, da kann ich zocken. Das ist WLAN, das Bruder. Ist wirklich, also ich hatte Internet und das war aber, es war aber schön dort. Es war nicht laut oder so. Es war einfach ein Blessing. Das passt sehr zu dir, der Person, ja, wie ich dich kennengelernt habe. Also, das G-Haus ist auch echt cool irgendwie so. Also wenn man... Wie viel darf man jetzt noch wieder? Das Alternate Gaming House. Das sah schon viel. Du meinst wegen dieser Betten und so? Ja, ja, genau. Wo du dann, also in dem Gaming House. Weil ich fand die Betten im ESG-Haus echt kritisiert. Also wir hatten halt so Zimmer mit so 3-4 Leuten drin, ne? In meiner Zeit. Ja, aber die Betten waren halt so scheiße. Hast du nicht mit deiner auch 3-4 Leute in deinem Zimmer? 2. What? Wir waren immer zu zweit. What? Ja. Was für ein Luxusdraht hattest du denn? Das war ein Start. Wir hatten Gruppenduschen und. Ja, das hatten wir auch. Ja. Aber wir waren zu zweit in einem Zimmer und ich bin endlich froh drüber. Wir hatten 4 Mann am Anfang. Ich würde mir die Kugel geben. Ja, am Ende hatten wir auch 2. Also so in der 9. und 10. haben wir auch 2, aber 7. und 8. waren 3 bis 4. Ja gut, so jung war ich nicht. Ich bin in den 9. ersten Senat gekommen. Mit 12, Digga. Vielleicht war das bei uns auch so, aber das weiß ich nicht. Oh, crazy. Das ist schon nochmal eine Nummer dann. Ja, ist halt. Ich war Mittel- und Oberstufe in einem Internat. Hat Noah auch im Gaming House gewohnt? Hat er mit dir da gewohnt in ESG House, Agurin? Freddy? Nee, Freddy war in München. Der wollte da nicht sein. Ich weiß auch gar nicht mehr warum. Aber der also, ich bin ehrlich mit euch, Twitch-Chat. So mit Internat und Gaming House haben ja viele, sagen wir mal, Wohnformen durch mit anderen Menschen. Und an dem Punkt, wo ich jetzt bin, ich hätte gar keinen Bock mehr auf WG-Leben. Also kann ich Freddy auch verstehen, wenn er damals schon gesagt hat, er ist ja auch ein paar Jahre älter als ich. Er bleibt da in München und chillt. Das habe ich in meinen. Da liegt noch eine neben dem Agurin. Ah, da ist er. Okay. Nee, also, das reicht dann auch. In my opinion. Habt ihr Streamer, die ihr selber schaut? Die League Bubble, right? Ja. Aber so ein bisschen auch außerhalb der League Bubble, oder? Außerhalb League Bubble. Also auch Englisch League Bubble, nicht? Nee, ist auch League. Ja. Aber so Solo-Gesang zum Beispiel, der TFT ist, also auch League Bubble eigentlich. Ich schau kein TFT. Also, als ich damals TFT gespielt habe, ja, aber ich spiele kein TFT mehr. Ja, ich verstehe das leider nicht, was er tut. Ich muss sagen, ich bin zum Einschlafen und ganz früh morgens, wenn ich gerade so aufwache und so aufs Handy rumtapse, schaue ich immer TFT-Streams. Ich meine, ich muss sagen, TFT, ich habe TFT auch mal competitive gespielt, damals sogar. Und deswegen kenne ich auch mehr Leute, auch international und so. Und ich finde TFT-Streams fucking angenehm. Oh, es gibt einen Streamer, den ich actually schaue. Disguise Toast. Der ist auch cool. Ich finde den so witzig. Der spielt da immer wieder alles so. Also ja, der ist mittlerweile auch einfach YouTuber. Ja, den finde ich cool. Der ist auch, glaube ich, der einzige Stream, den ich actually schaue. Ich gucke mal zum Aufwachen, Maxim. Er zockt auch immer irgendwie alles und sein Humor, vor allem bei TFT, ist einfach immer so scheiße witzig. Alles ist verbuggt, alles macht ihn sauer. Ich fühle das. Ich liebe es, wie Riot Games hatet. Favorite League-Streamer außerhalb von NNO? Sola bei mir. Außerhalb NNO? Außerhalb NNO. Das sind ja nur 5 Mann, ist ja nicht viel. Ich schaue echt nicht viel. Also ich glaube, ich schaue keine anderen außer NNO. Really? Ja. Aber du guckst schon so LEC, Prime League und sowas dann, right? Ach so, ja dann natürlich. Ja, das zählt ja nicht für das. Ja, actually, das dann, dann sogar das Prime League über LEC sogar. Ja, oh, wirklich? Ja, ich interessiere mich mehr für Prime League. Weil man da die Leute einfach auch mehr kennt, ja, und vielleicht, ja, deswegen mehr Bezug dazu hat. Ja. Ein paar Freunde so dabei. Ich weiß gar nicht, was bei mir wäre. Lieblingsstreamer wirklich. Ich meine, einige Streamer haben halt die gleichen Zeiten wie du, deswegen kannst du einfach nicht gucken, right? Stimmt. Aber ich würde also, bei mir ist probably einfach trotzdem Maxim oder Solo, einer von beiden. Bei Maxim ist er zum Aufstehen geil und Solo-Gesang zum Abendessen. Das ist immer Freddy oder Solo-Gesang, Engel. Wenn wir ein Gaming-Haus hätten, wo wäre es? Es reicht mir mit dieser Scheiße immer nach Waibling zu fahren, okay? Es ist zwar sehr geil hier im Bootcamp, aber ich fahre jedes Mal 7 Stunden und ihr habt alle so eine Stunde Anfahrtweg. Ihr könnt gerne mal zu uns kommen. Ich habe keinen... Ja, nee, Marius, es ist sehr geil und alles, aber wenn wir ein Gaming-Haus hätten, dann wäre das nicht neben Zürich. Hä? I mean, nein. Aber
So CBA. Die Steuern, 10%. Nein. Statt 40. Twitch-Chat zahlt bei mir, ich zahle zurück. Trust. Finanzamt ist super geil, ich liebe Finanzamt. Einfach immer wieder schön. Ja, nee, also wahrscheinlich wäre es am logischsten trotzdem im Süden Deutschlands, right? Ja, weil Freddy bekommst du aber nicht aus seiner Bude. Freddy würdest du eh niemals bewegt bekommen. Aber wir wollen doch auch gar kein Gaming-Haus. Ich will kein Gaming-Haus. Ich will bleiben, wo ich bin. Nee, das war nur einfach so, ja, wo du bist. Bloß ich glaube, dann trotzdem würde es am meisten Sinn ergeben, weil ihr kommt ja alle irgendwie aus dem Süden. Nee, du auch eigentlich nicht. Ich komme aus dem Westen. Ja. Und ich komme aus dem tiefsten Osten, also. Ich komme legit aus fucking Marzahn. Also, ja. Ost-Berlin, das ist ja die Philosophie von Ost-Berlin. Aber obwohl Marzahn hat auch viele Plattenbauten, aber Marzahn ist auch das größte Einfamilienhaussiedlung Europas tatsächlich. Mit Biesdorf, Kaulsdorf, Mahlsdorf und dem Wuhletal sind es die meisten. Das sind Stadtteile von Berlin? Nein, das ist ein Kiez eines Stadtteils von Berlin, ja. So, und das ist der größte Einfamilienhaussiedlung in ganz Europa. You know? Und alle kennen Marzahn für Plattenbauten und sowas, aber es ist es gar nicht. Femi? Aber trotzdem, ich komme aus Marzahn, also ja. Tiefer Osten geht's gar nicht. Tolkien aus Marzahn. Ja. Das Ding ist, Cindy aus Marzahn kommt einfach aus Steglitz. Das kenne ich sogar. Ja, was für eine scheiß Scam ist das denn? Komplett gescammt, die Frau. Ja, das ist schon alles, was ich sagen wollte. Okay, cool. Du warst sehr emotional darüber, deswegen. Ja, wisst ihr, weil seit Cindy aus Marzahn existiert hat, haben wir alle diesen seltsamen Blick auf Marzahn, nur weil sie alle nur davon das kennen. Aber das ist auch so, ja. Aber tatsächlich ist Marzahn nur ein Dorf, nachdem der ganze Bezirk benannt wurde. Du bist gerade sehr defensiv, obwohl eigentlich keiner von uns... Das ist so eine Scheiß-Scam von der Frau. Absolut disgusting. Sehr disgusting. Vor allem, weil du aus fucking Steglitz kommst. Dann gönn dir. Ja, irgendwie wollte ich... Ich sag's seit 3 Stunden, ich spiele jetzt dann heute noch Solo-Queue. Und jetzt ist es dann aber 22 Uhr und ich denke mir so... Wieso ist da nur einen Tag chillen? Ich glaube auch nicht, dass jetzt so viel mehr bringen würde, also wenn wir jetzt Hardcore practicen. Also ja, vor allem habe ich heute, glaube ich, 5 Stunden lang Reviews gemacht. Deswegen, also aber ich würde dir beipflichten, ich habe auch das Gefühl, so ein Stream wie heute wäre normalerweise nach dem wichtigsten Match, right? Das ist gerade schon so Chill-Stimmung. Also ich verstehe, ich fühle das auch. Aber weißt du was, wir sind auch eher so ein Chill-Team, also vielleicht gar nicht so bad. I don't know. Aber ich glaube, das eine kann man schon noch zwei haben. So. Ja, natürlich feiern wir das. Nur einen Tag. Morgen würde ich auch komplett, ich würde vielleicht gar nicht streamen. Genauso wie Freddy dann. Oder so. Ich komme eigentlich auch aus München. Aber ich bin da weggezogen, weil es da zu teuer ist. Ich bin kein No Way. Und ich will mit meiner Freundin zusammenziehen. Deswegen. Dann hab eine gute Nacht, Agurin. Schlaf gut. Oder streamst du jetzt noch Solo-Queue? Mom, man. Was machen wir jetzt? Ich rede einfach weiter. I don't care. Kannst du auch Solo-Queue spielen, wenn du möchtest, dann rede ich einfach mit Twitch-Chat. Oder, Markus, halt mir irgendwas auf hier. Willst du nach Hause und ein Studio ausmachen? Nein, ich hab Zeit. Ja, aber halten wir dich jetzt ernsthaft auf? Nein. Wir können es auch, wenn du uns sagst, wie können wir es auch selbst ausmachen, maybe? Nein. Ja? Okay, chillig. Nicht, dass Medio das Mikrofon irgendwo gegenhauen kann. Die Leute beschweren sich schon. Entschuldigung. Ich kann Mikrofone halten. Ich bin ein professioneller Caster. Sag mal, machst du eigentlich am 20. auch was im Cast-Analyse-Ecke, oder? Ja, chillig, cool. Ja. Das ist doch geil. Aber ich glaube gar nicht so viel, weil wie ich das jetzt mitbekommen habe, haben wir, glaube ich, 7 oder 8 Analysts eingeladen, da ist gefühlt jeder da. Ja, so die ganze Szene ist versammelt. Game oder so, ja. Ich freue mich drauf. Ich werde casten Twitch jetzt. Game 1, 3 und 5 oder so. Marius ist immer da für euch. Ja, Marius ist so eine fucking Legende, Twitch jetzt. Der ist immer da. Marius Clap ist ein guter Einsatz, Marcel. Oh, stimmt. That's fucking right. Hat KHK gewonnen? Wer zur Hölle ist KHK? Kaufland Hangry Knights. Ach, die haben gespielt? Die standen ja vorhin 1-1 gegen Ulfa One. Und dann Twitch hat jetzt. Gewonnen. Haben die Hangry Knights gewonnen? Sind die jetzt? Aber ich weiß gar nicht. Nee, das ist auch ein Double Round Robin, oder? Ich glaube, die haben das gleiche Format wie wir, right? Also Double Round Robin. Ja. Okay, nee, dann war das heute nur die erste Series. Dann spiel die noch ein paar Mal. Der Marius Klepp hat er sich verdient. Die haben gewonnen, 3-1. Okay. Nachdem sie 0-1 hinten waren? Ja, ich meine, das kann passieren. Ja. Oh, geil. Gar nicht so, oh, das geht, ja. Einfach geil. Ich weiß gar nicht, warum, ich werde jetzt auch müde. Also ich gehe jetzt nicht ins Bett, ich verlasse dich nicht, keine Angst, aber ich habe heute Nachmittag eigentlich gepennt. Willst du eine Mate trinken? Die schmeckt, aber es sind so
Nee, ich mag einfach keine normale Mate. Ja, verstehe. Die Mate Pfirsich ist echt geil, aber normale Mate, ich war mal Raucher, ich habe genug davon inhaliert, ich muss nicht auch noch Mate saufen. I see. Warum hast du mit dem Rauchen aufgehört und wann? Ja, ich habe im Internat wirklich angefangen. Schrecklich. Ja, wir hatten da in der Oberstufe, also ich war 18 zu meiner Verteidigung, aha, als ich angefangen habe. Und wir hatten in der Oberstufe, hatten wir im Haus einen Raucherraum. Und da in der Mittagspause standen einfach alle in diesem Raum, haben Karten gespielt und geraucht. Und der Raum war nicht groß. Und da waren, wenn dann da 15 Leute drin stehen, die alle rauchen, du rauchst da passiv eine Schachtel mit. Und irgendwann habe ich auch angefangen. Und aber dann, also das war dann die 2 Jahre in der Oberstufe. Und danach, als ich wieder daheim gewohnt habe, habe ich mir das so sukzessive abgewöhnt. Und ja, dann habe ich aufgehört wieder. I see. Krass, Mann. Ja, aber so Rauchen ist schon broken für Kontakte aufbauen. Das war bei uns in meiner Schule auch so, dass die geraucht haben, hatten einfach instant so eine eigene Bubble halt. Das war schon broken. Ich habe, glaube ich, bestimmt ein halbes Jahr, also im Internat, ich habe ein Big Pack am Tag geraucht. Ich weiß im Nachhinein nicht, wie ich mir das leisten konnte. Und ich habe dann, als ich zu Hause wieder gewohnt war, habe ich, glaube ich, noch ein halbes Jahr eine Zigarette am Tag geraucht. Und die war immer, als ich mit dem Auto zur Uni gefahren bin oder zur S-Bahn und dann zur Uni. Und ich hatte da fast einen ganz schlimmen Autounfall, weil ich bin auf der Autobahn gefahren und hatte das Fenster so einen Spalt offen und habe während dem Fahren geraucht. Scheiße. Und das war im Winter und dann wollte ich aus dem Fenster raus abaschen und ich war da auf der Autobahn mit irgendwie 120, 130 gefahren und die Asche, die Glut, ist durch den Fahrtwind wieder rein und ich hatte so einen fetten Wintermantel an. So ein Baumwoll-Wintermantel. Und diese Glut ist mir zwischen Wintermantel und meinem Pulli rein. Und ich habe das nicht gemerkt, weil das ja alles super dick ist. Zu brennen? Und ich habe dann im Rückspiegel habe ich gesehen, dass hinter mir da so Rauch rauskommt. Oh, Bruder. Und dann bin ich kurz vor der Allianz Arena, das ist, glaube ich, eine 4- oder 5-spurige Autobahn, bin ich dann rübergefahren, hab meinen Mantel weggeworfen und da war dann schon so ein Qualmloch drinnen. Oh, krass, Mann. Und danach habe ich keine mehr geraucht. Alter, das ist eine heftige Erfahrung. Welches Jahr waren das? Weißt du es noch? Oh, 2017 oder so? Oh, dann ist vielleicht eine halbe Stunde länger und du hattest es in den 2017er Darwin Awards geschafft. Tschüss, Kani. Tschüss. Reingehauen, Bruder. Yeah. Oh, geil. Einfach nice. Das ist das Leben. Oh, geil. Finde ich super. Vor allem, wie du so komplett nüchtern, so einfühlsam. Ja, I mean, ich habe auch schon bei der Hälfte der Story war ja klar, was passiert, right? Dann habe ich schon überlegt, was sage ich am Ende. Ja, krass, Mann. Aber da kann ich ja verstehen, bei so einem einschneidenden Erlebnis, dass man da einfach straight mit so einer Substanz einfach abschließt, right? Ja, ich muss sagen, ich war ja da auch schon nicht mehr süchtig, das war einfach nur noch Routine. Und da war das also... Ja. Nee, sofort weg mit dem Scheiß. Verstehe ich absolut. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis tatsächlich, also nicht so krass, aber ich habe Alkohol getrunken, als ich glaube so von 16 bis 17 oder 18. Und dann hatte ich so ein Silvester, wo mich die Freundin meines Bruders so mit herzzerreißenden Storys Loki abgefüllt hat. Aber ich kann mich noch an alles erinnern und so weiter. Und bei mir war Alkohol immer, wann immer ich es trinke, habe ich gemerkt, dass ich Kontrolle über meine Sinne verliere. Mhm. Und eigentlich sollte ich das ja so lockerer machen. Du sprichst die Ladies an und bist gut auf Partys drauf, was auch immer. Und ich habe halt immer gemerkt, ich bin nicht mehr komplett ich selbst und was anderes übernimmt die Kontrolle. Und dann war ich noch vorsichtiger. Und dann hatte ich ein Silvester, wo es halt noch krasser so war. Und dann habe ich bei einem guten Kumpel übernachtet, habe mich dann davon übergeben und habe ich nie wieder Alkohol getrunken. Aber es war für mich auch von der Forschung so, dass ich es nur sehr selten gemacht habe, beziehungsweise sehr wenig, weil es halt immer einfach keinen Spaß gemacht hat. Ja. Und danach war es ist so fucking boring, just leave it. Und dann habe ich es gelassen. Aber das ist tatsächlich, ich beneide dich da sehr drum. Also ab und zu ein bisschen was trinken, macht es schon gerne und so, aber das ist schon Props, dass du das schaffst, auch so durchzuziehen. Ich finde es überhaupt nicht schwer irgendwie. Also ich verstehe, dass einige so mit Peer Pressure meinen, right? Aber... Ich weiß nicht, zumindest in der E-Sports-Bubble, da ist es nie ein Problem gewesen, davor vielleicht ein wenig. Ja, weil das jetzt eh nicht so die Party-Hengste sind eigentlich. Genau, ne? Ja. Aber wenn wir so in irgendwelchen Bars sind. Ich weiß gar nicht, warum ist in der E-Sports-Bubble so, dass alle mal in Shisha-Bars gehen? Warum ist das? Ich mag Shisha-Rauchen auch überhaupt nicht. Also ich kann darin eine halbe Stunde sitzen und wenn dann nicht Sommer ist und die Fenster offen sind, dann kriege ich Kopfschmerzen, wie Arguin es auch ebenfalls empfindet. Ja, das stimmt, Arguin ist da auch. Nee, ich mag Shisha-Rauchen auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie sich das so etablieren konnte. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, weil das einfach so, dieser Shisha-Tabak und Shisha-Rauch ist einfach so, der ist so richtig so bissig und so... Warum, der riecht so ekelhaft süß. Ja, so. Chat, habt ihr Eragon gelesen? Hast du Eragon gelesen? Wie bitte? Eragon.
ich habe das vor einem Jahr re-read. Die Rasak. Ja. Die immer so beschrieben werden, dass sie so fauligen Fleischgeruch süß haben. Das ist für mich Shisha-Geruch. Das ist für mich Shisha-Geruch. Dieser faulige, süße Geruch. Es ist disgusting. Es ist legit disgusting. Das war der beste Vergleich, den ich in 26 Jahren je gehört habe. Nee. Kreativität on point. Ja, genau. Oh mein Gott. Und diese Raser kann man auch diese Schnäbel. Oh nee. Und die saugen ja so das Knochenmark raus. Also alles daran ist disgusting. Alles daran ist disgusting. Also den Knochenmark-Saug-Vergleich mit Shisha. Ja, ich wollte nur beschreiben, dass die Raser halt ekelhaft sind, right? Hoffen wir, dass das Freddy. Ey, Bröki. Ich wünschte, das wäre Freddy gewesen. Dann bin ich peinlich gewesen. Ja. Nee, ich würde es wieder sagen. Was denn? Ich habe einfach nur Shisha-Geruch mit einer wilden, bunten Vergleichsmetapher verglichen. I guess. Ja, also Shisha-Raucher sind schon sehr disgusting Menschen. Nee, nur der Rauch, nicht die Menschen. Danke, Chef. Nur der Rauch. Und wer ist für den Rauch verantwortlich? Die Menschen. Ja, das stimmt. Das ist schon sehr korrekt. Warum warst du jetzt hier? Ich wollte einfach nur kurz was sagen. Ach so. Hallo Brücki Stream. Hallo Brücki Stream. Twitch Prime ist mehr kostenfrei. Aber so richtig. Hast du es mitbekommen, dass jetzt das Disney Aragorn nochmal angehen will? Ja, ne? Als Serie, ne? Hm. Ja, also ich weiß echt nicht, was ich davon halten soll, weil generell, ich bin jetzt mit so einer Erwartungshaltung, die gegen null geht. Bei allen Fantasy-Serien. Bin ich auch bei Ringe der Macht bei, auch null. Like, ich habe auch keinen Trailer angeguckt oder sowas. Nee, ich mir auch nicht. Weil also auch dieses Ding, seitdem Game of Thrones halt ursprünglich so erfolgreich war, wollen halt an die Kacke ausquetschen. Und vieles daran ist einfach schlecht produziert. Zum Beispiel, ich war auch großer The Witcher Game und The Witcher Serie, also Game Series Fan, Witcher 2, ja, Enhanced Edition, Witcher 3. Und die Serie hat auch schon, was sie meinem Boy Wilgefortz angetan haben. Mann, der ist ja so useless. In dem fucking Buch, er ist 1v9, 24/7. In der Serie, er verliert gegen fucking Kahir. Was sie mit Kahir gemacht haben? Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall mit Ringe der Macht, als auch mit Aragorn. Also, wenn man da eine Erwartungshaltung hat, kann man nur enttäuscht werden. Ja. Die wollen das Fantasy-Genre mit... Kani, was ich so krass fand, mit Game of Thrones. Game of Thrones war überall. So ein Pop-Culture. Jede fucking Werbung war irgendwie mit Winter is Coming und bla bla bla. Ja. Und auch jeder hatte so Socken an und alles. Als dann einfach David und Dan, also David Weiss und Benioff oder wie ich die hießen, genau, ja, haben es so hart verkackt, dass alles davon über Nacht weg ist. Und deswegen... I don't know, ich kann da keine Erwartungshaltung an Aragorn rangehen oder an Herr der Ringe. Ich mag jeden Content rund um Tolkien und I guess auch um Paolini. Ich mag auch Tolkien-Content. I guess, ich mag auch Tolkien-Content. Aber wenn es schlecht wird, dann I don't care. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Like. Und wo ich schon auch sehr enttäuscht wurde, waren die Star Wars-Sachen von Disney. Das würde ich gerne noch in die Reihe mit aufnehmen, weil das war auch der größte Bullshit und da war ich unfassbar hyped, weil ich bin ein riesen Star Wars-Fan schon immer gewesen und das war auch so eine massive Enttäuschung. Und deswegen auch, ich habe auch Silmarillion jetzt vor kurzem nochmal die spannendsten Kapitel gelesen, weil wirklich die ersten Zeitalter ja eigentlich so geilen Stoff hätten. Voll geil. Und ich glaube, wir werden einfach so, du wirst so heftig enttäuscht. Deswegen halt null Erwartung. So, weil das halt so diesen Normie-Geschmack, das muss halt so vielen Leuten wie möglich gefallen. Und findest deswegen du? Macht man es so unverfänglich. Ja, finde ich schon. Also, aber glaube ich. Eigentlich war Game of Thrones ursprünglich mit der ersten Folge mit Inzest und ein Kind wird getötet. Und das war schon sehr anti-Normie. Also das Kind wurde nicht getötet, aber Bran wurde rausgestoßen, right? Ja. Also es war schon nicht so normie. Also ja, ich weiß nicht, ob nee, okay, die Zuschauerschaft mag ja auch komplexe Serien. Also die am besten ankommen, so Breaking Bad hat ja auch unglaublich geile Charaktere und auch die Entwicklung ist geil. Oder meinetwegen, keine Ahnung, was war noch so richtig erfolgreiche Serien der vergangenen Jahre? Aber die sind schon komplexer normalerweise. Es hat die nehmen so Meme-Status an. So The fucking Walking Dead ist ja, das ist ja so langweilig, wiederholt sich jedes Mal. Right, aber so die richtig gefeilten Serien, die sind schon. Weil ich glaube, man kann den Zuschauern eigentlich mehr zutrauen als nur Normie-Shit. Ja, aber nur viel Budget spricht ja auch nicht dafür, dass es gleich geil wird, oder? Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Disney bei den Star Wars-Episoden auch viel Budget hat und trotzdem war es kompletter Horseshit. Ja, hängt auf jeden Fall ab, wie die Storys geschrieben sind. Ja. Und auch wie viel sie. Ich meine, sie müssen ja auch irgendwie, das ist das Problem, zum Beispiel jetzt bei Ringe der Macht, sie müssen ja sehr viel erfinden oder sie benutzen den Stoff, der schon da ist, und dann kennen die Leute das schon. Und dann wird es sehr predictable. Also sie müssen ja neue Sachen machen, damit es ein neues Produkt und wird. Aber dann offendest du halt auch alle Leute, wenn du gegen den Kanon gehst. Ja, wenn natürlich. Du halt zum Beispiel die Was sie mit Wilgefortz gemacht haben. Meine Güte. Oder das Schlimmste, also mit Peter Jackson und Hobbit. Ich meine, das ist ja auch nur ein Kinderbuch, das du über drei Teile machst. Und ich meine, dann kommt einfach Tauriel rein. Wer zum Hast du Hobbit gelesen? Das war das erste Buch, das ich je gelesen habe. In der siebten Klasse. Hast du die Filme gesehen? Ja, natürlich. Tauriel. Wer ist das?
Ich, ehrlich gesagt, ich erinnere mich an das Buch kaum noch, weil das habe ich legit vor 15 Jahren gelesen. Aber die Kurzfassung ist quasi, es war so die Twilight-Meter. Es war alle Frauen... Ja, diese Love-Story zwischen alle und Frauen Zwerg. Müssen... Fuck. Zwei Männer haben diese Begehren in den Filmen oder Serien. Edward und Jacob haben da so mit Bella den Grundstein... Und deswegen wurde fucking Hobbits das auch aufgenommen. Einfach so ein Liebesdreieck. Why the fuck? Ich habe Tauriel gehasst. Vor allem, weil sowas auch Tolkien niemals andersweise geschrieben hätte. Niemals. Ich meine, man kann ja vieles über die Adaption sagen und Christopher Tolkien hat sich auch viel darüber beschwert und sein Vater würde es nicht mögen, bla bla bla. Aber also Tauriel, das kann man einfach nicht gutheißen als Fan, I think. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es auch komisch, dass einfach diese ganzen alten Konzepte jetzt irgendwie alle ausgegraben werden. Also Star Wars, Herr der Ringe, so diese ganzen Oldschool-Sachen, ja. Dass das jetzt alles fortgesetzt wird. Wir sind irgendwie so in der Ära der Rebranding, oder wie nennt man das? Der Recreation, was auch immer. Ich weiß auch, mir fällt auch kein Wort ein, aber... Wie würde man es nennen? Der halt neu aufgesetzten alten Verfolgungskonzepte. Das ist auch mit Harry Potter und die, wie heißt stimmt, der? Stimmt. Fantastic Beasts. Tierwesen. Guck mal, Fantastic Beasts ist doch auch so geil. Du könntest so neue Aspekte, du zeigst so eine komplette Wüstenlandschaft. Dann genau. So Antarktis, aber stattdessen ist einfach, ist nochmal neuer Voldemort, neuer ja. Harry Potter. Das ist so fucking boring. Das dachte ich mir auch. Das hätte, ich habe da auch irgendeinen Kritikartikel gelesen, dass man mit Fantastic Dings, ne? Beasts, hätte man einfach so einen modernen Harry Potter Indiana Jones machen können. Oh, das so ist ja auch voll in die geil. Indiana Jones Richtung. Das wäre ja. So ein Banger geworden. Und anstattdessen hast du so einen dunklen Voldemort-Thriller in den 50er, 60er Jahren. Vor allem so, what the fuck? Das und das Finale ist ja, also ich will es nicht spoilern, aber ich fand das komplett schlecht. Das Finale von welchem jetzt? Ja, vom letzten Teil. Hab ich noch nicht geguckt. Ah, okay. Glaube ich. Also ich finde es wack. Wack? Das Ding ist ja auch irgendwie, du hattest ja schon bei Voldemort so eine extrem rassistisch motivierte Story mit den Reinblütern gegen Schlammblüter und so. Die machen das einfach eins zu eins genau dasselbe. Ist same, es ist so fucking boring. Ja. Es könnte nicht langweiliger sein. Und es hat das erfolgreichste Franchise aller Zeiten ja. Auf dem Kinobildschirm. Und ja, dass sowas einfach nicht umgeht, also das ist wirklich in der Ära des Recyceln einfach das genau nehmen, was funktioniert hat und dann hoffen, dass die Fankultur des jeweiligen Genres genug dranhängt, dass man es durchbekommt. Das ist ja mit dir und Star Wars gleicher Shit, right? Was genau meinst du? Ja, dass du Star Wars einfach nur auch geguckt hast, weil du ein alter Fan bist. Ja, natürlich. Ich wollte mir das halt anschauen. Ja. Und ich war von den Trailern sehr, sehr hyped. Und ich meine, klar, auch ein bisschen, dass Harrison Ford und der Schauspieler von Luke auch wieder am Schlüssel sind und so. Ah, die Storys waren so. Also ich glaube, es gab genau einen guten Star Wars Film, meiner Meinung nach, den Disney gemacht hat, und das ist Rogue One. Den finde ich eine den fand ich richtig, richtig geil. Das ist auch der einzige, den ich rewatche. Mhm. Und den Rest fand ich komplett trash. Mhm. Hast du die gesehen, die Filme? Ich habe nicht mal ich habe gar nichts daraus geguckt. Ah, okay. Ich habe mal so der Fantasy-Mittelalter-Genre geil. Mhm, ja. So Herr der Ringe und all sowas. Ja. Mandalorian habe ich immer zum Sport nebenbei geschaut. Fand ich ganz nice, aber es ist nichts, was mich komplett abholt. Das ist halt so irgendwie, ja, passt schon. Was ist denn Rogue One? Das ist der Filler-Film zwischen Episode, oh Gott, jetzt, ich würde es nicht griefen. Also was Star Wars? 3 und 4, ja, zwischen, okay. Genau, es okay, ist Star Wars. Okay. Okay. Genau. Ist es 3 und 4? Ja, es ist zwischen 3 und 4. Und es ist halt, ja, da konnten sie selbst ein bisschen was erfinden und so machen und die haben ganz gut die Plotholes so gestopft, die zwischen den beiden Episoden waren, weil der Zeitraum irgendwie 40 Jahre dazwischen war. Mhm. Und das war ganz cool. Aber sonst, ja, es ist immer die Story, die einfach schlecht ist. So bei all diesen Filmen auch. Beim letzten Hobbit. Ist war ja ein Kapitel. Leck mich fett. Die Schlacht der fünf Fegen und dann, was sie daraus gemacht haben. Leck mich fett, war das schlecht. Yep. Oh. Aber es trägt sich ja durch die Fankultur, halbwegs jedenfalls. Wobei du denken würdest, dass das, na, egal. Ich weiß nicht. Ringe der Macht, es ist 2.9. kommt das raus, right? Jetzt bald schon, ja, das ist auch nicht mehr lang. Ist ja fast September. Ja. Da spielen wir übrigens Relegation, weil wir Frankfurt am Donnerstag stompen. Trust. Shit. Ich frage mich eigentlich, wann diese Mikrofone mal leer gehen. Muss doch bald der Fall sein. Wir reden doch schon seit... Drei Striche haben sie noch jedes. Gut, wir haben noch ein paar Stunden. Haben wir noch Zeit. Geil. Brück.